Willkommen hier bei Range Simulator. Range Simulator, egal. Wir haben hier die Geräte geholt. Bionano ist auch mit dabei. Ja. Oh, noch nicht ganz. Ich lasse mal die Hülle frei. So. Super. Na? Hey, wir wollten doch diesmal machen, dass du ein Kerl bist. Wir wollten doch mal tauschen. Ich hab's vergessen. Echt? Ein Kerl zu sein. Wolltest dich doch mal. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ein Kerl ist. So. Kann ich dir nicht sagen. Naja, dann sind wir halt die zwei Weiber auf dem Hof. Ich weiß nur eins. Das Leben ist scheiße. Na, scheiße? Ja, ich noch scheiße, ja. Wie viel Hühner haben wir denn? Wow. Der ganze Stall ist voller Hühner. Wir haben vier kleine. Ja. Ganz ehrlich, wir müssen Hühner verkaufen. Ja, schon wieder. Wir haben jetzt vier Küken. Und dabei haben wir einen ganzen Eimer Korb hier schon verkauft. Einen ganzen Eimer Korb. Einen ganzen geeimerten Korb. Oh Gott, hier sind sogar... Oh, hallo. Du im Stall, hier sind auch noch mal drei oder vier Küken. Was? Was ist hier los? Mann, ey, ein Spiel. Lass mich raten, es sind mehr Hähne jetzt im Stall. So, die Säue. Ich muss mal gucken. Mann, also, geh mir da mal aus dem Weg. So. Sind's? Na? Bin viel zu ungeduldig hier. Vier Hühner. Okay, der hat es automatisch nachgeladen. Wir können mal drei Hühner verkaufen. Ja, wir gehen hier pleite, wenn wir die alle füttern. Dann verkaufen wir die großen Viecher. Ja, natürlich. Die kleinen lohnt sich ja nicht. Am Stück verkaufen oder nur das Stück Fleisch? Wir können doch mal versuchen, ich möchte mal die elektronische, die vollelektronische. Die Wurst bringt doch genauso viel. Du hast gesagt, die Wurst von den Hühnern bringt deutlich weniger. Ich möchte aber was im einen ausprobieren, wie das funktioniert. Mal gucken, wie viele Hähne wir jetzt haben. Gib mir einen Huhn. Dann nimmst du doch aus dem Auto raus. Aus dem Auto? Okay. Jetzt vier Hühner und eins, zwei, drei. Ein Huhn. Hier ist ja noch Zeug drauf. Ach nee, das ist, das wollten wir ja verkaufen. Wollen wir jeden Tag drei Küken oder vier haben? Ja, so viel wie möglich, weil die können wir ja dann verkaufen, wenn die etwas größer sind. Ja, kann nur sein, dass das Spiel irgendwann rumspinnt, deswegen. Ach ja, die muss ja mal nachladen. Nach jedem Neuanfang des Spiels muss die ja immer nachladen. Was du das sagst. Jetzt probiere ich das mal. Als erstes hier. Ah, jetzt konnte man den Getreidespeicher für 30 nachfüllen. Okay. Drei Schweine, das wird zu wenig. Der ist leer, okay. Okay. Aha. Was machst du? Nicht.
Wenn du sagst nichts, dann machst du auf jeden Fall irgendwas. Oh, nicht alle Hühner töten. Ich weiß nicht warum. Warum hast du denn zwei mitgenommen? Weil der erste irgendwie verschwunden ist. Wie verschwunden? Das war auf einmal weg. Du hast den ausgesetzt. Wo hast du den ausgesetzt? Na hier, es war auf einmal weg. Das erste Tier, was hier reinkommt, verschwindet im Topf. Ich weiß nicht warum. Ernsthaft jetzt? Ist das immer so? Ja. Ich dachte, es wäre vorgestern und gestern nur eine Ausnahme gewesen, Buggy oder sonst was. Aber das erste Tier verschwindet, das erste Stück Fleisch. Es geht auf jeden Fall super schnell. Geil. Ich muss mal kurz was machen. Das elektronische Ding hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schon wieder Abend? Ey, wir haben den Tag doch erst begonnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Stimmt, wir könnten ja auch hier raus. Ich ändere mal kurz meinen merkwürdigen Profilnamen. So. Leonardo hat hier einen ganz schönen Müllhaufen hinterlassen an Bäumen. Im richtigen Wald lässt man diese Baumstämme liegen, aber ich mag das hier nicht auf meinem Grundstück. Stehe ich jetzt nicht. Dass die hier verwesen. Das soll alles kaputt gemacht werden. Der ganze Rasen soll gemäht werden. Alles. Die ganzen Pflanzen müssen abgerissen werden, das ganze Grünzeug das muss ab. Eine Challenge auf der nur die scheiß Karte. Braune Erde muss auf hier auch sein. Auf der ganzen Karte die Bäume schlachten. So wie es die Wohnungsbaugesellschaften möchten. So. Und ich wie es lebt hier irgendein Tier. Ja. Haben wir ja schon alles durch. Zeigt dir jetzt meinen Namen richtig an? Hä? Zeigt dir jetzt meinen Namen richtig an? Leonardo, ja. Na endlich. Und, wie hast du das gemacht? Weiß ich nicht, wir waren noch nicht beim Laden. Ich war bei Steam und hab auf Profil ändern. Den Namen eingegeben. Du musst gucken, wenn du dich anmeldest, ob du dann mit dem Namen dich anmelden musst oder mit deiner E-Mail-Adresse. Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Du wirst das nächste Mal merken. Also merk dir, welchen Profilnamen du jetzt hast. Naja. Gegebenenfalls musst du dich mit deinem Profilnamen anmelden. Wenn nicht, gucke ich mir unser Video nochmal an. Stimmt. Wenn ich dir freiwillig zeige. Wo willst du eigentlich hin? Ich hole gerade die ganzen Baumstämme mal hier weg, damit man nicht mit dem Auto immer drüber fliegt. Ich bin einmal drüber gefahren und habe gedacht, das Auto fliegt da durch die Gegend. Wenn du hier schon so eine Schneise reinmachst, dann muss der auch ebenerdig sein. Gott. Also wenn Bionalo was anfängt, bringst du es auch nicht zu Ende hier. Der ganze Müllhaufen liegt hier immer noch da. Was denn nun schon wieder? Meine Güte, jetzt regt ihr doch nicht über das gleiche Thema auf. Das, was sie im Spiel macht, mache ich in der Realität. Aber wir haben gute Bäume, falls wir hier was Großes hinbauen wollen, haben wir auf jeden Fall eine Menge Bretter dafür. Mhm. Also da haben wir schon vorgesägte Bretter. Wir haben jetzt nur ein einziges Mal Hühnerwurst. Und Baumstämme. Ja, ich habe nur eins probiert. Ich wollte wissen, wie es funktioniert. Ja, toll. Also haben wir Minus gemacht. Ja, weil diese Maschine, die ersten, auch die Handmaschine da, diese manuelle. Oh. Die macht das erste immer Fehler.